die gibt's hier. Ich kenn viel anscheinend. Naja, ich werde es überleben. Hoffe ich. Hm? Hin und wieder wusste ich dann doch noch ein paar Sachen. Schauen wir mal hier lang. Hier mal eine Runde gucken. Ah, kaputt. Rein mit dir. Oh. Würde sich nicht noch mal weit hinan holen. Hm? Geister. Den Teil jedenfalls. Ja, sind ja verbunden für mich. Nee, ich hab da ganz nur so. Ja, lach doch. Ja, egal. Das war jetzt eigentlich mit Glück. Das war die Tee und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreiterei. Ja. So. Eine Nase! Eine Nase! Gut versteckt aber. Wie schon, ne? So offensichtlich. Da! So, jetzt sagen wir. Geholt. Das glaube ich auch, dass wir hier alles geholt haben. Jawohl. Anscheinend kann man da auch irgendwie hoch, ne? Oh, ich glaube, wie? Ach, ist mir egal. Wasserhoftheater. Hallo? Oi, oi, oi. Sieht glücklich aus. Oh, der hat sich gerade von dir verbeugt. Ja, danke, mache ich auch. So. Danke. Tine. Ha. Oh, nee. Alles von dich aber nicht die Rede. Oh, ich bin treibend auf dem Fall. Ich finde den toll. Ich finde den nicht. Nicht. Schießen, oder? Ich will auch zum Kotzen. Ich bin in den Stachel gekommen. Egal, aber ich bin da trotzdem gegen gekommen. Und dann kann passieren! Da brauche ich jetzt den Kaktus zu. So. Oh. Gott. Den. Ah, ich wollte doch mal hier hoch, glaube ich. Hä, hier? Nee. Wir sind hier lang. Ich mag sehr stark vermuten. Ich glaube nicht. Nee, ich bin in einer Hütte, wo wir gerade waren. Da ging zum Glück eine Etage höher. Bibi! Wow! Die kommen nach der Zeit wieder hoch. Schrecklich. Definitiv. Definitives. Willst du es wagen, da hinzuspringen? Nee.
Idee finde ich cool hier mit den Lampen. Siehst du das? Ja. Ich mag das. Das ist das schon. Wieso mal vorbeilaufen? So, haben wir noch mehr? Ja. Ich kann sagen, was ist das denn für eine Wand? Das ist ja gar keine Wand. Eine Muschel. Ja. Hier geht's rum. Oh, eine Fummelblume. Eine Schweinenase. Wo haben wir die Schweinenase? Guck mal, da sind ganze Schiffe vom Fluch der Karibik. Da hinten ist sie. Kannst du sehen? Ja, ich hab sie gesehen. Das sind ja nicht Ziele, sicher. Die Erinnerung. Eine Spritze! Ich will keine Spritze. Oh. Hammer. Mal so drauf. Ja, oh. Gerade so eben. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Wie nett. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie so ein kleines Arschloch passt. Halt, Kissen! Ja? Zurück! Da war ja nichts drin. Was für ein Betrug! Was für ein Betrug! Oh. Hier geht's rum. So, das war's schon. So, meine Hände jucken. Ja. Aber warum macht Mephisto hier gerade eigentlich voll so ein... Mephisto ist übrigens unser Vogel. Boah! Jetzt haben wir die ganze Bande hier. Auch noch. Ja, hoffentlich machen die jetzt nicht so einen Krach hier. Das ist ja gar nicht gut. Ne, wir haben nämlich, naja, ich habe drei Lymphensittiche. Jack, Riku und Mephisto. Und Jack sitzt hier die ganze Zeit ganz leise und Mephisto macht hier voll den Terz. Und ach, das ist nicht so schön. Okay, jetzt sind wir gerade gut. Ja, aber ich denke mal, weil wir uns unterhalten, werden die mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen mitreden wollen. Eine Bombe. Ist sie kaputt? Ist langweilig. Ach, schade. War zu spät. Nein, 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 nein. So. Komm und tanz mit mir. Noch rechts Schritte, links Schritte. Das ist gar keine Bombe. Ja, jetzt hast du. So. Ja, Schrott. Aha. Das finde ich gruselig. Wenn die Puppen mit den Totenkörpern nur noch einmal hochspähen. Da muss ich voll an Exorzismus denken. Am ersten Mal habe ich gedacht, nee, oder? Oh, nee, da will ich noch nicht lang. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube, da ging es irgendwo nach links rum, ne? Ja. Oh. Ich hab eben. Ich war eben bei der Fummelblume, du blöde Fisch. So. Ah, du musst den Hafen da hinstellen. Und du da vorne schießen kannst. Das denke ich auch mal. Jetzt ganz schnell. Aber ich muss hier anscheinend sowieso hin. Wasserhoftheater. Na, dann bin ich mal gespannt. Oh, wollen wir hier links? Aber ich glaube, wir haben hier jetzt. Hä? Da sind Rotplatten. Ja, hier, guck, da. Hat er doch gezeigt. Ja, ach nee, die meinst du, ne? Genau. Denk mal, die hatten einfach nicht wirklich.
Ich denke mal, dass du einfach damit du hier besser schießen kannst, oder? Ja, stimmt. Also was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Was haben wir hier erstmal wieder rauf? Quietscht mir nicht so viel. Ich glaube, deswegen sind wir fest. Wir sind 10 hier abgehauen! Doch, ein paar. Die Zähne bringen dich nicht schon nicht um. Weep. Ja, meine Füße, ich hab euch ganz doll. Ja. Psst. What? Schnauze. Schnauze. Nein, Schnauze. Guten Tag. So, Theater. Ansonsten schneiden wir das gleich raus, falls es so da piepsen sollten. Und es speichert ja gerade. Wie lange spielen wir überhaupt schon? Ich hab... Walross? Ein Baby-Walross? Weiß ich nicht. Das ist Trattenkuchen. Ist Trattenkuchen? Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt Trattenkuchen kann. Nicht du? Geht's einfach nur ins schwarze Licht. Also hier ging es wirklich auch so weit nicht hoch. Die Lampe sieht ja schockig. Ja. Lass mich rein! Oder raus! Oder was auch immer! Pieps! Pieps! Ich lach nicht. Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Nee. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich meinen... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn dich das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logisterischen Vergeigung fehlen noch einige Showrequisiten. Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden gedacht. Dann musst du die melodiöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eil nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in diese Richtung. Tschüssi. Wohlschmeckend. Nein! Wohlhaftigen. Oh, echt, ey. Oh Mann, ich ahne, was passieren wird, aber... Hast du ihn dir mal genauer angeguckt? Der sieht aus wie ein Hahn, nur als Mensch. Ach Gott, das bin ich gar nicht. Kann man das sehen? Hast du das gesehen am Ohr? Mit einem Bleistift durch dem Ohr. Oh. Ich finde das cool. Und hier unten am Fuß. Ist eine Schraube einmal quer durch. Finde ich witzig. Eine Flasche. Eine Flasche. So. Und wir sollen jetzt für dich arbeiten gehen! Deine Show! Träusch das oder ist da unten da ein Loch in der Kiste? Wo wir es klar machen können. Da. Es sei denn, du willst uns hier verschicken. Nope, ist nix. Das ist doch wieder raus. Da müssen wir wieder zurück. Also ich wusste jetzt nicht, wie es hier weiter geht. Oder doch. Ja, hier geht's raus. Mittlerweile. Pieps!
Und die Tiere haben eben auch in der Filmsequenz gepiepst. Das werde ich später rausschneiden. Weil ich finde das in der Filmsequenz immer ziemlich blöd. Jetzt so finde ich das auch immer ziemlich blöd. So. Und mal gucken, beim nächsten Speicherpunkt machen wir dann Schluss, weil die sehen ja was schön machen. Versprochen. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Sind das nicht hier... Ich wollte sagen Klavierspieler. Nee, wer ist das nicht gleich? Jedenfalls berühmte Musiker. Ja, ich glaub schon. Maler glaube ich nicht. Da geht's zu dieser Katz. Haben wir die Erinnerung geholt? Da war irgendwo ein Schiffe laufen. Ja, da, ha, ha, ha. Von da kommen wir gerade. Du Du bist wert genug, diesen Kreaturen in den Allerwertesten zu treten. Ja, Katze. Sprech es aus, Katze. Ich glaube, das Wort steht sogar im Duden. Zack. Jetzt gehen wir jetzt nach Neptun. Zu Neptun. Kanonenkrabbe. Ich kämpfe doch. Mr. Krabs! Mr. Krabs! Würde auch noch passen. Mit der Zigarre. Das war so, oder? Nee, das ist im Prinzip wieder andere. Ich seh nichts mehr. Bin schon Abwehr. Echt? Ja? Oh, das war Gefühl. Ich konnte ja nichts sehen. Ja, den auch. Geklaut. Genau, hau auf, hau auf, hau auf. Ah! Noch einer. Huh! Oh! Wow! Drei. Oh, mach nichts. So, eine sechs. So, weg hier. So, und das ist genau das, was die Szene sind. Aber ich finde es das cool, dass man die Waffen kombinieren muss. Das ist total logisch. Weißt du? Schirm und hier dann Kanone und so eine Dinger. Aber jetzt zum Beispiel komme ich hier mit der Kanone nicht weiter. Jetzt muss ich hier einmal mit dem Kameras. Genau. Das war's. Das ist eine coole Sache. Das kannst du schießen. Dann ist meine Fische jetzt wieder ruhig, finde ich ganz gut. Habe ich was gesagt? Aber trotzdem müssen wir beim nächsten Speicherstopp Schluss machen. Und ich glaube, ich bin schon recht lange jetzt. Ja. So. Wo ist der andere? Der war weiter oben, ne? Ja. So, haben wir hier irgendwas? Siehst du, der zeigt auch, wir müssen nach oben. Dann gehen wir auch noch. Sagen, sind das diese Stonehenge-Steine oder wie die heißen? Das sind die auch? Nee, das sind nicht die. Die sehen wieder anders aus. Ja. Das war doch irgendwo da. Da. Der war da. Bäm. Das sind die nächsten Steine. Hä, hey, fangt nicht an, da euch doch zu prügeln. Verkloppen ist nicht. Schön irgendwo hin. Qualen. Oh? 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 Nee, schon. Oh, guck mal, mein Sternzeichen. Ich würde sagen, da geht's weiter, aber da will ich jetzt nicht hin. Ich will hier mit den Quallen.
Da hinten. Ja. Mal gucken. Verarschung. Das kannst du haben, das ist kein... Das ist ja noch ein Zweck gab. Doch, um die Zähne zu sammeln, oder wie? Weiß ich nicht. Also, ich sehe hier jetzt, auch wenn ich mich klein mache, keine Besonderheit. Mhm. Und geschafft. Lass mich fressen. Yum, 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 yum. Lektionen an der Schultafel bieten wichtige Tipps. Ja, und ich lauf schon wieder. Hier riecht's wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des verkannten Genies. Also, verpiss dich. Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal, der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt will ich meine Dosis Versteckspiel. Finde mich dreimal, Holdemaid. Beeil dich und wir können reden. Ja. Zum Sterben schöne Dapido. Keine Ahnung. So, was für die Katze, kann ich sagen. Er hat naturgemäß einen Vorteil beim Verstecken, aber sein Verhalten kann ihn verraten. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und ich bewege mich schon wieder. Na, ist dann halt so. So. Das Schreiben passt perfekt zum Oktopus. Ihm geht niemals die Tinte aus. Nee, das stimmt. So, ich kann mich jetzt wieder bewegen. Wundert mich. Wo Tinte fließt, da der Oktopus ist. Folge der Tinte. Möchte ich nochmal ansprechen? Nein, natürlich nicht. Schade. So, okay. Wir machen dann hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall. Vor allem müssen wir den Oktopus ja beim nächsten Mal finden. Das wird eine lustige Sache. Aber beim Verstecken spielt sind wir eigentlich gut. Ah, es kommt ja, wenn ich mich verstecken soll. Siehst du, meine Tiere sagen auch schon tschüss. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Alice Madness Returns. Und bis dahin ein großes Tschüssi.